Du willst am Ende von FIFA 19 so ein Team haben? Du willst am Ende von FIFA 19 so ein Team haben? Und zusätzlich vielleicht noch 3 Millionen auf der hohen Kante haben? Dann lass mir einen Daumen nach oben da. Computer sagt nein. Okay, oder fang an zu traden. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Trading to Millions. Heute zeige ich euch, wie ihr eure Foot-Tauschdeals am besten einlöst, was ihr damit am besten macht. Aber vorher gehen wir noch ein paar Spielerverkäufe rein, denn es ist eine SBC rausgekommen, und zwar die Koke-SBC, die uns dazu oder die dazu geführt hat, dass viele Spielerpreise gestiegen sind. Viele 84er, 85er, 83er sind gestiegen. Ihr seht hier einmal Edin Džeko für 7400, 300 Coins. Ibrahimovic ist auf 6900 Coins gegangen. Da dachte ich, der wäre auf 8000 Coins, aber trotzdem Profit mit ihm gemacht. Den haben wir für 5000 bekommen. Ein Raul Albiol für 2500 bekommen, Dost für 1000 Coins bekommen, Bender. Ich hab's euch gesagt, Rechtsverteidiger, vor allem Bender, das sind K-Spieler dieses Jahr. Das sind Spieler, Schlüsselspieler, die ihr jedes Mal einkaufen werdet. Immer wenn dieser Bender hier unter 1500 Coins wert ist, werdet ihr diesen Bender einkaufen. Das ist ein K-Spieler, ein Schlüsselspieler, der dieses Jahr so, so wichtig für SBC sein wird, dass der permanent extrem viel wert sein wird. Jetzt haben wir ihn endlich verkaufen können. Wir haben gewartet, wir haben lange gewartet. Viele haben gesagt, oh, wann passiert denn hier mal was? Ich werde Verlust machen und sonstiges. Aber jetzt seht ihr hier, ich habe diesen Bender 10 mal eingekauft für 1000 bis 1500 Coins. Und jetzt ist er 3300 Coins wert. Natürlich mussten wir jetzt ein bisschen warten mit Bender, aber im Endeffekt hat es sich auf jeden Fall trotzdem gelohnt, denn wir haben den Spieler für über das Doppelte verkauft. Und so ist es mit vielen Spielern gewesen. Wir haben sehr, sehr viele Spieler jetzt für richtig viele Coins verkauft, auch teilweise über das Doppelte, wie zum Beispiel bei Bastos haben wir jetzt vierfache rausgeholt, richtig viele Coins gemacht. Nicht alle 83er, 84er sind gestiegen, sondern nur die, die auch für die SBC interessant sind. Ein Tauvin zum Beispiel, ihr seht jetzt im Hintergrund noch ein paar Spieler, die ich verkauft habe, zum Beispiel ein Tauvin. Das ist ein Spieler, der auch sehr interessant ist, die Marseille-Spieler, die kann ich euch auch ans Herz legen, wenn die wieder günstig sind, kauft euch Spieler von Marseille ein, die ein 83er bis 84er Rating haben, denn da gibt es viele von und die werden für SBCs sehr, sehr wichtig sein. Tauvin, Franzose, rechter Flügel, sehr, sehr gut für SBCs geeignet, habe ich euch damals gesagt, deswegen ist er auch dementsprechend teuer geworden. Also wir haben hier sehr, sehr viele Spieler, die viel wert sind, weil sie eben bestimmte Eigenschaften haben, die sie noch zusätzlich zu ihrem Rating sehr interessant machen, und genau die habe ich euch teilweise schon in Videos gezeigt und die werde ich euch, sobald sie wieder niedrig sind, alle nochmal zeigen, und dann werden wir auch nochmal hier auf dieses Video bzw. auf die Preisspanne, wie der Preis sich heute entwickelt hat, nochmal zurückgreifen und schauen, warum sind die denn jetzt so gestiegen. Aber das werden wir machen, wenn die Preise wieder unten sind. Jetzt bitte die Spieler verkaufen und ihren Gewinn mit einfahren und am besten die Coins wieder neu reinvestieren. Da habe ich ja ein Video zum Player of the Year oder Player of the Month gemacht. Da könntet ihr theoretisch nochmal Coins investieren, wenn ihr was übrig habt. Ansonsten wartet ihr ab, bis sich nochmal was Gutes ergibt. Ich würde sagen, wir gehen jetzt in die Foot-Tauschdeals, und zwar werde ich, und ich gehe sehr stark davon aus, dass das die beste Möglichkeit ist, aus diesen Spielern Coins zu holen. Ihr könnt natürlich jetzt hier euch einen Spieler raussuchen, wenn ihr hier einen Spieler habt, den ihr unbedingt haben wollt, wie zum Beispiel einen Lallana oder einen El-Sharawi, könnt ihr das natürlich sehr, sehr gerne tun. Ich empfehle euch auf jeden Fall, hier nicht eines dieser Gold-Sets zu holen, sondern hier tatsächlich diese Premium-Silber-Sets zu holen. Ihr bekommt da auf jeden Fall Silberspieler, die was wert sein werden, hoffe ich zumindest mal. Ich werde das jetzt für euch testen. Ich werde jetzt einmal mit 9 Pfund Tauschspielern, die ich habe, 9-mal dieses Set öffnen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir hier mehr Coins rausholen, wie aus all den anderen Sets hier. Denn da müssten wir wirklich Packluck haben, um viele Coins rauszuholen. Hier in diesen Silbersets haben wir jetzt 9-mal die Möglichkeit, dieses Set zu ziehen. Ziehen 9-mal dieses Set, werden automatisch Spieler bekommen, die auch was wert sein werden. Und ich werde euch, nachdem ich diese Sets geöffnet habe, dann mal sagen, wie viele Coins wir da rausgeholt haben. Ich habe euch die Packs jetzt mal nicht mit reingeschnitten. Wenn ihr die Packs aber vielleicht im Nachhinein doch nochmal sehen wollt, schreibt einfach in die Kommentare rein, weil ich glaube, das wird einfach jetzt nicht so interessant für euch. Deswegen sage ich euch einfach, wie viele Coins wir mit den Packs gemacht haben. Ich kann es sagen, wir hatten jetzt nicht wirklich Packluck gehabt. Das war eigentlich eher eine Katastrophe gewesen, aber trotzdem ist da ein bisschen was zusammengekommen. Und zwar im ersten Set
haben wir nur 1500 Coins gemacht, im zweiten ebenfalls 1500 Coins, dann 2000 Coins, 1000 Coins, 1000 Coins, 3500 Coins, 3000 Coins, 3500 Coins und 3000 Coins. Also wir kommen auf 20.000 Coins Profit. Also 20.000 Coins haben wir aus den Sets rausgeholt. Da muss man sich jetzt natürlich die Frage stellen, ja, aus einem Prime-Spieler-Set, da kann natürlich was Besseres kommen, aber da kann auch was Schlechteres kommen. Also ich glaube, da müsst ihr wirklich selber entscheiden, was ihr macht, denn jetzt so nach dem Ergebnis muss ich sagen, okay, es war echt ein ernüchterndes Ergebnis. Ich hätte echt mit mehr Coins gerechnet, aber im Großen und Ganzen hatte ich jetzt einfach nur großes Pech gehabt. Ich glaube, dass man wirklich da viel mehr mit rausholen kann. Ihr könnt ja mal gerne eure Erfahrungen in die Kommentare reinschreiben, was ihr so in euren Sets gezogen habt, wenn ihr vielleicht eine Prime-Spieler-Sets gezogen habt, wie viele Coins ihr da rausbekommen habt, dann schreibt das in die Kommentare rein. Dann können die, die vielleicht noch ihre Foot-Tausch-Deals noch nicht abgegeben haben, dann noch anhand der Kommentare entscheiden, was wir machen wollen. Ihr seht jetzt hier noch Fitnesskarte, haben wir auch noch zwei im Verein, glaube ich, die ich noch nicht auf die Transferliste machen konnte, sowie eine Trainingskarte, die 700 Coins wert ist. Aber diese Spieler hier sollten für den Preis auch noch weggehen und dann haben wir auf jeden Fall hier alles verkauft. Irgendwas ist jetzt noch weggegangen, gucken wir gerade noch. Ja, okay, auch so eine Trainingskarte. Ja, das war's dann auf jeden Fall vom Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wie gesagt, ihr schreibt mir am besten in die Kommentare rein, was ihr für Erfahrungen gemacht habt. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.